In diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie aus dem analogen Unterrichtsmaterial des Carlsen Verlages Ideen für den Unterricht, Klasse 5 und 6, zum Thema Beschützer der Diebe, digitales und interaktives Material werden kann. Dies gelingt hier mit dem Werkzeug Course Presentation von H5P. H5P ist eine freie und quelloffene Software zum Erstellen von interaktiven Lerninhalten für das Web. Ich zeige Ihnen in diesem Video, wie Sie eine interaktive Karte erstellen können. Neben zahlreichen Ideen für den Unterricht findet man in diesem Material des Verlages auch eine Karte von Berlin, die sich wunderbar eignet, um durch eine Digitalisierung einen höheren Wert für den Unterricht zu erlangen. Zur Auswahl nehme ich das Schneide- bzw. Fotografiewerkzeug meines Computers und wähle den Teil der Vorlage aus, welchen ich hier verwenden möchte. Die Speicherung erfolgt automatisch entsprechend meiner Einstellung am PC bezüglich Screenshots. Bitte loggen Sie sich bei der Mediathek des IQSH unter shedupool ein und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an. Greifen Sie dort unter Interaktion erstellen auf H5P zu. Ich bin eingeloggt unter Instant WordPress und greife hier auf das identische H5P zu. Klicken Sie bei H5P Inhalt auf Erstellen und finden Sie dann auf der ersten Seite alle Werkzeuge, die es unter H5P gibt. Da ich als letztes Course Presentation genutzt habe, steht es ganz oben. Ich klicke auf Details und gelange auf die Arbeitsebene. Hier finden Sie eine große Auswahl von Möglichkeiten, die in die Präsentation eingefügt werden können. Alle Werkzeuge von H5P stehen zur Verfügung. Ich wähle Image, weil als erstes die Karte hochgeladen werden muss. Anschließend drücke ich Hinzufügen und wähle die zuvor gesicherte Karte an. Schließlich drücke ich auf Fertig und habe dann die Möglichkeit, das Bild bzw. die Karte in dem Fenster der Größe nach anzupassen. Ich benötige die Karte so groß wie möglich, damit ich nachher möglichst viele Orte auf der Karte digital hinterlegen kann. Dann fordert das Programm noch einen Titel der Karte bzw. des Images, unter dem nachher auch die Datei abgespeichert wird. Ich wähle Orte des Geschehens entdecken. Berlin, Beschützer der Diebe. Nun kann ich mit Erstellen die Karte hochladen und sie ist jetzt im Betrachtungsmodus dargestellt. Wenn ich hier das Vollformat wähle, sehe ich, wie groß sie ist. Um jetzt weiterzuarbeiten, klicke ich auf Bearbeiten, um dann wieder in den Arbeitsmodus zu gelangen. Nun kann ich die unterschiedlichen Links als Button hinzufügen. Als erstes möchte ich den Ernst-Reuter-Platz mit einem Link in der Karte verbinden. Dazu gehe ich bei Google auf Maps und nun habe ich die Möglichkeit, hier unten das kleine gelbe Männchen an den gewünschten Ort zu ziehen. Bitte genau auf diesen blauen Linien und dann sehe ich, lädt er automatisch die Google Street View Ansicht. Ich kann entscheiden, ist das der Ort, an den ich die Lernenden hinführen möchte? In diesem Fall passt es gut. Und hier sehen Sie auch die Möglichkeiten, sich zu bewegen, die die Schülerinnen und Schüler haben. Nun wähle ich hier oben links diese drei Kulla an und klicke auf Bild teilen, Link kopieren. Und kann anschließend den Link einfügen. Zurück bei Course Presentation finde ich hier oben in der Leiste den Button Link. Diesen klicke ich an und habe dann die Möglichkeit, den Titel einzugeben, damit die Lernenden auch wissen, wo es hingehen wird, um anschließend dann bei URL meinen Link hinein zu kopieren. Nun kann ich mich entscheiden, wie es angezeigt werden soll. Ich möchte hier gerne einen Button haben und diesen klein, da die Karte ja nicht so groß ist. Anschließend klicke ich auf Fertig, dann habe ich hier den Button und muss ihn nur noch in der Karte an den richtigen Ort ziehen. Um das Ergebnis anzusehen, muss ich aktualisieren. Damit komme ich wieder in den Betrachtungsmodus und finde den Button entsprechend. Mit dem ersten Klick kommt der Hinweis, den ich mit eingepflegt habe. Mit dem zweiten Klick sind die Schülerinnen und Schüler dann auf einer zusätzlich geöffneten Seite automatisch bei Google Street View an der ausgewählten Stelle und können von dort aus sich weiter bewegen. Zur zügigen Erstellung der Karte ist es sinnvoll, diese einzelnen Links zu den jeweiligen Orten im Voraus festzulegen und die entsprechenden URLs und Links in eine Liste zu kopieren, aus der sie dann eingefügt werden. Das habe ich vorweg getan. Ich klicke auf Bearbeiten, um wieder in die erste Arbeitsebene zu kommen und auf die unterschiedlichen Werkzeuge zugreifen zu können und wähle erneut Link, da ich in einem zweiten Beispiel zeigen möchte, wie Kommentare bzw. Arbeitsaufträge eingepflegt werden können. Entsprechend meiner Vorüberlegungen gebe ich den Titel ein und kopiere die entsprechende URL. Im Feld Kommentare trage ich den Arbeitsauftrag oder die Mitteilung, die die Lernenden erhalten sollen, ein. Anschließend bestimme ich, dass der Kommentar immer angezeigt werden soll.
Mit je einem Klick auf Fertig und Aktualisieren gelange ich wieder in den Betrachtungsmodus und kann mir das Ergebnis anschauen. Unter dem Fragezeichen finden die Lernenden die Aufgabe und mit dem Button gelangen sie zu Google Street View und können sich per Scrollen, Bewegen oder Klicken der Maus in unterschiedliche Richtungen und auch Dimensionen bewegen, um einen Überblick über die Örtlichkeit zu finden oder, wie in diesem Fall, die Aufgabe zu erfüllen und den Weg von Olaf nachzuvollziehen bis zu dem Ort, an dem Olaf und Gudi sich zum ersten Mal begegnet sind. Das war in der Nähe des McDonalds am Zoo. Als nächstes möchte ich zeigen, wie hier Videos eingepflegt werden können. Mit Bearbeiten gelange ich wieder auf die Arbeitsebene. Auch hier trage ich als erstes einen Titel ein. Ich habe ein Video gewählt, in dem über den Berliner Zoo berichtet wird. Der Zoo ist zwar nicht direkt ein Ort der Handlungen, aber ich möchte die Karte auch zur Orientierung in der Stadt mit Eindrücken von Sehenswürdigkeiten und in diesem Fall auch fachübergreifend einsetzen. Auch hier habe ich die URL bei YouTube kopiert und füge sie hier ein. Nun sind hier noch unterschiedliche Darstellungsformen zu wählen. Es könnte ein Vorschaubild geben, wenn man das möchte. Ich möchte, dass das Video automatisch abgespielt wird und setze einen Haken. Eine Videoschleife benötige ich nicht. Als Anzeige wähle ich wieder einen kleinen Button. Unter Kommentar trage ich den Arbeitsauftrag für die Lernenden ein. Mit der Fertigstellung gilt es dann noch, den Button in die richtige Stelle auf der Karte zu ziehen. Mit Aktualisieren lade ich die Karte in den Betrachtungsmodus. Auch hier finden die Lernenden hinter dem Fragezeichen den Arbeitsauftrag und mit einem Doppelklick des Buttons startet das Video direkt. Entsprechend dieser Vorgehensweise bin ich meine Liste durchgegangen und habe alle Standorte, die ich für wichtig erachtet habe, hier in der Karte eingefügt. Zur Bereitstellung der Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler finden Sie eine andere Anleitung.